unser Ziel besteht darin, dass jeder, der ein offenes WLAN betreiben möchte, das ohne das Risiko von Abmahnungen auch tun kann. Das sind Cafébesitzer, Hotelbesitzer. Heute ist es so, wenn Sie ein offenes WLAN betreiben, dann müssen Sie riskieren, dass jemand einen Rechtsbruch begeht auf Ihrem Netz. Also beispielsweise eine Musikdatei in eine Tauschbörse hochlädt und das am Ende, weil Sie auch nicht nachvollziehen können in WLANs, wer der Verursacher wirklich war, dass Sie als Betreiber dafür haften müssen. Und das Ungerechte ist, das gilt halt eben nur für die Kleinen. Für die Großen gibt es ein sogenanntes Provider-Privileg, also die Deutsche Telekom und andere müssen nicht dafür haften. Und das wollen wir jetzt rechtlich klarstellen, dass für alle das gleiche Recht gilt. Für den deutschen Bürger kommt dabei heraus, dass jeder, der es gerne möchte, ohne das Risiko von Abmahnungen ein WLAN betreiben kann.